Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Let's Play World of Warcraft Classic. Mit meiner Magierin Julia erkunden wir den Wald von Elven, Stormwind und die anderen Gebiete, die man am Anfang von World of Warcraft vor allem als Mensch sieht. Und ich hatte ja schon gesagt, das macht doch Sinn, das jetzt schon zu zeigen, dass es in Stormwind ja die U-Bahn nach Ironforge gibt. Die gibt es auch heute, glaube ich, immer noch, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht mehr so genau. Weil irgendwann wurde hier mal sehr viel geändert nach Cataclysm und seit Wrath of the Lich King spiele ich ja vorwiegend Horde. Deswegen kenne ich den Stormwind dann nicht mehr so aus. Vor allem nicht nach dem Umbau. Aber über den Zwergendistrikt kam man auch in die Hauptstadt der Zwerge, nämlich nach Ironforge. Und das will ich euch ganz kurz noch zeigen, denn auf dem Weg dahin gibt es ja die eine oder andere Sehenswürdigkeit, die sich auf jeden Fall lohnt. Ah ja, hier hinten, das kann man ja mal zeigen. Dieses Portal dort wurde irgendwann in den letzten Jahren mal kommentarlos entfernt. Früher hat man sich immer gefragt, was liegt hinter diesem versperrten Portal. Spieler dachten, ein Raid, der Angriff der brennenden Legion auf Azeroth, die Hauptstädte-Raids, die mal angekündigt waren. Und es war auch relativ wahrscheinlich, dass man dann hier sehr wahrscheinlich dann einen instanzierten Hauptstadt-Raid hatte. Ja, das Geheimnis wurde nie gelüftet, was Blizzard sich hier hinter gedacht hatte. Die Kanäle sind hier anscheinend. Naja, man kommt hier nicht durch. Ich glaube, irgendwann wurde dieses Portal da mal entfernt. Aber ganz lange regten sich hier die wildesten Gerüchte. Unter anderem natürlich auch ein Gerücht betreffend... wie heißt dieses Schwert nochmal? Doch, dieses eine legendäre, ich komme gerade auf den Namen nicht. Irgendwas mit Bringer. Deathbringer, Lightbringer. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es gab dieses eine legendäre Paladin-Schwert, wo es super viele Gerüchte drum gab, wie man das bekommen konnte. Und ein Gerücht war auch, hinter diesem Portal gibt es irgendwie eine Instanz, da bekommt man das dann. Ganz viele Gerüchte. Ich bekomme auch nicht mehr alle zusammen, müsste ich jetzt nachlesen. Aber ganz viele. Und irgendwann hat man das Ding kommentarlos, glaube ich, dann entfernt und dann... Ja, war es Pustekuchen. Genau wie vieles andere hier in diesem Spiel. Genau wie das, woran wir gleich auch vorbeifahren werden. Wir wechseln in den Zwergendistrikt. Der wird uns auch wieder eilen. In einer späteren Questline muss man hier sowieso ein paar Aufgaben abschließen. Ich glaube, da geht es um das Freischalten der Hauptquest rund um die Todesminen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Bei solchen Dingen bin ich auch nicht mehr ganz so bewandert. Ja, hier sieht man schon, überall qualmt es, überall stehen Maschinen rum. Hier müssen Zwerge zugange sein. So, und jetzt hier hinten lang, genau, geht es nämlich in die Untergrundbahn, in die U-Bahn, die die Tüftler, nämlich die Gnome, gebaut haben. Und das ganze Ding war instanziert, stimmt. Gott, ich habe bei Blinzeln noch nichts, sonst könnte ich mich wenigstens ein bisschen vorwärts teleportieren. Aber es hat sogar echt einen eigenen Ladebildschirm. Ja, die Tiefenbahn, genau. Die Tiefenbahn, die wird hier abfahren, wenn sie dann ankommt. Sie fuhr immer so im 2-3-Minuten-Takt, genau wie die Schiffe. Es gibt ja auch zwischen Kalimdor und den östlichen Königreichen und zwischen Teldrassil und den östlichen Königreichen und Kalimdor gibt es ja Schiffe. Mit denen fährt man dann rüber. Das war damals so, es gehörte mit zum Rollenspiel-Feeling dazu, dass man halt ein Transportmittel hatte. Also man konnte jetzt zumindest innerhalb der Kontinente auch eigentlich so gut wie alles per Reiten erreichen. Ja, es ging aber schneller und besser, wenn man es hier mit der U-Bahn gemacht hat. Genau, hat man kurz gewartet. Und dann war die irgendwann da. Und dann fuhr sie auch dann gleich los. Und unterwegs sieht man nämlich was, das will ich euch zeigen. Wir fahren jetzt auch, glaube ich, wirklich durch die Welt. Also wir legen wirklich gerade wirklich den Weg zurück, den man zurücklegt zwischen Stormwind und Ironforge. Eisenschmiede, wie es ja dann später hieß. Hier ein stillgelegter Bahnhof hat auch für ganz viele Gerüchte gesorgt, was da sein könnte, was da noch kommen könnte.
Und dann fahren wir nämlich hier unter Wasser. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Haben wir jetzt gerade nicht gehabt. Oder es kommt nochmal eine Unterwasserstrecke, weiß ich gerade nicht. Dann sehen wir dort Nessie. Nessie ist so ein Unterwassermonster. Ist auch ein Bossmonster. Also hat zumindest die dafür nötigen... die dafür nötigen Markierungen. Also ist halt ein World Boss Elite, keine Ahnung was. Nee, schade, haben wir jetzt nicht gesehen. Und Spieler haben sich ganz lange gefragt, wie man jetzt, oh Gott, diese Maus, wie man jetzt Nessie eigentlich besiegen kann und was sie denn looten würde. Ich glaube, das hat auch niemals jemand herausgefunden, weil da ist niemals jemand hingekommen. Tja, Nessie, hat man nie herausgefunden, was es mit der auf sich hatte. Oder vielleicht doch und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Egal, jetzt sind wir in Ironforge. Ein bisschen größer als Stormwind. Werden ja auch nicht alles ablaufen, weil man ziemlich... Ja, man braucht ziemlich weit bis zum Eingang. Da ist dann wieder die halbe Folge um. Aber wir werfen einen ganz kurzen Blick darauf. Und hier ist nämlich auch das, das Auktionshaus. War das zwar im Bankenviertel, oder? Wobei, das sieht hier schon fast aus wie das Auktionshaus. Nee, ist nicht das Auktionshaus. Jetzt das Militärviertel, genau. Hier waren die Kampfmeister, die man damals ansprechen musste, um sich für ein Schlachtfeld anzumelden, bevor es dann später die Option gab. Glaube ich zumindest, dass das so ging. Oh, Leute, mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Es kann sein, dass Dinge, die ich erzähle, nicht stimmen. Ja, es kann sein. Wie zum Beispiel, dass man sich nur bei den Kampfmeistern für die Schlachtfelder anmelden konnte. Oder es war so, dann aber nur in einer sehr frühen Version. Wir werden jetzt ja wirklich den ausgepatchten Content von Classic bekommen. Also 1.12.2 heißt diesmal sogar 1.13 irgendwas, weil es nochmal eine Patchstufe höher ist durch Cataclysm. Aber grundlegend wird es der Content von 1.12.2. Und da ist schon viel verändert worden. Ich glaube, da wurde auch das halbe PvP-System schon einmal umgepatcht. Und auch wie man es benutzt. Naja, jetzt fahren wir erstmal gleich zurück. Und hoffen, dass wir jetzt mit Nessie vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Ich steig jetzt auch mal in einen anderen Waggon ein. Sieht ja alles so futuristisch aus. Und ganz schön bedeppert, wenn ich mal ehrlich bin. Naja. Ah ja, genau. Ich wollte ja nach vorne in den ersten Waggon. So. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt vielleicht gleich Nessie sehen. Ich hatte ja gesagt, dass man sehr gut sehen kann, dass sich Blizzard in den Startgebieten damals extrem viel Mühe gegeben hat. Da haben sie wahrscheinlich auch sehr lange dran entwickelt, denn die mussten ja die Spieler catchen und überzeugen, monatlich Geld für dieses Spiel zu bezahlen. Deswegen sind die Startgebiete so richtig cool. Die Endgame-Gebiete in Classic sind da hingegen... Nee, ich sehe sie nicht. Okay. Muss man wahrscheinlich auch Glück haben, schade. Die Endgame-Gebiete sind dahingegen nicht so schön, ne? Die brennende Steppe, die sengende Schlucht, das sind reine rotfarbene Gebiete, wo einfach nur noch Mobgruppen drinstehen. Die östlichen und westlichen Pestländer teilweise genauso öde, obwohl die noch eine coolere Story haben, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ne, am Anfang haben die sich immer noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und das hat sich später wirklich sehr drastisch geändert. Also später hat Blizzard sehr viel mehr Wert auf den Endgame-Content gelegt. Denn womit ist damals WoW gestartet? Sind wir mal ehrlich, ne? Wir sprechen immer heute dafür, Content fehlt zu wenig und damals Classic war so geil. Naja, was war denn Classic, ne? Du warst Level 60, dann hast du ein paar Instanzen gehabt, die du noch laufen konntest, um dir blaue Items zu erfarmen. Ne? Dann gab es dann dieses Dungeon-Set, was viele auch T0-Set nennen. Das konntest du dir dann gegen eine superschwere Questline, für die du auch echt viel Gold brauchtest, weil du auch eine Menge Rohstoffe brauchtest, dann das T0,5-Set draus machen, wo, ich glaube, zwei epische Teile dabei waren, oder drei epische Teile. Ich weiß, auf jeden Fall gab es halt weniger epische Teile. So,
Und da waren auch blaue Items mit drin. Die epischen Sets gab es fast nur in den Raids. Oder eigentlich nur in den Raids oder im PvP. Das PvP war aber wirklich eher so gestaltet, dass man das Tag und Nacht zocken musste, um auf die hohen Ränge zu kommen. Also um bei der Allianz Rang 14 zu werden, musstest du echt den ganzen Tag Alterac grinden. War bei der Horde ein bisschen leichter, weil es gab weniger Hordenspieler. Bei der Allianz war das richtig schwer. Und die Raids waren jetzt auch nicht sonderlich super spannend. Also Molten Core, wer das mal gezockt hat, das ist einfach nur eine riesige Höhle, wo 10 Bosse drin abhängen, von denen 4 Bosse den gleichen Skin haben. So, das ist so, kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass die sowas noch machen würden. Und das auch nur mit einer ganz seichten Story. Dann gab es Onyxia, das war halt auch ein Drache, der wieder in der Höhle rumgehangen hat, eine Drachendame. Die hat auch eine recht coole Quest gehabt, eine Pre-Quest, die man machen musste. Aber ansonsten war da nicht so viel los im Endgame, ne? Man hat halt viel gefarmt und hat ein paar World-Events gemacht. Aber es ist halt nicht so wie heute, dass man halt so super viele Möglichkeiten hatte, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Deswegen, das Endgame in WoW Classic, wenn man nicht eine feste Gruppe für Raids hatte, war sowieso dürftig im Vergleich zu heutigen MMOs. So, Grüße. Wir nehmen uns mal den... Seid vorsichtig. Ich hätte es ja nach Ironforge, hätte ich mir auch noch den Flugreitermeister, den Greifenmeister freischalten müssen können. So, jetzt haben wir uns hier mal freigeschaltet. Können wir jetzt dann, wenn wir im Westfall ankommen, auch direkt zurück nach Stormwind fliegen. Das vergessen viele, mal kurz nach Stormwind zu gehen, sich hier den Flugpunkt freizuschalten. Und dann stehen sie im Westfall und müssen dann eine Viertelstunde zurücklaufen oder 20 Minuten. Das dauert richtig lang. Man läuft halt mit dieser Geschwindigkeit und hat halt noch keinen Mount. Man hat noch keinen Mount. Wir werden gleich mal herausfinden. Wir gehen gleich mal ins Holzfällerlager und werden dort mal gucken, wie viel man, welches Level man mittlerweile hier für Reiten benötigt. Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Und währenddessen questen wir natürlich auch weiter hier im Wald von Elven. Das ist ja auch das, was wir hier machen wollen, während wir über das damals sprechen. Und ihr merkt schon, ich fand halt WoW Classic im Nachhinein nicht so mega geil. Also wenn man mich fragt, was meine Lieblings-WoW-Erfahrung ist, so aus der alten Zeit, würde ich immer sagen, Burning Crusade. Burning Crusade hatte schön viele Raids, hatte eine Menge Möglichkeiten, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Auch außerhalb von Raids, man konnte zum Beispiel die Hero-Fünfer machen, die waren zwar teilweise bockschwer, Schattenlabyrinth war selbst mit einer gut ausgestatteten T7-Gruppe immer noch schwierig gewesen, aber man hatte auf jeden Fall Ziele gehabt und musste sich nicht immer einer 40er-Bande anschließen, brauchte man eh nicht mehr, denn da wurden ja die Raids schon auf 25 runtergesetzt. Ist jetzt aber auch nicht so krass wichtig. Aber Classic war halt wirklich eher für Hardcore-Spieler. Also man musste viel Zeit mitbringen, dass man in die Raids konnte. Man musste viel Zeit fürs PvP mitbringen. Man musste viel Zeit für die Berufe mitbringen. Man musste für alles viel Zeit mitbringen. Klar, man konnte auch abends einloggen und so ein bisschen vor sich hin leben in diesem Spiel. Wer aber wirklich darauf Wert gelegt hat, ständig neue Items zu bekommen, stärker zu werden, einen cooleren Charakter zu bekommen, der musste locker 20, 30 Stunden die Woche WoW schon zocken, denn ansonsten hat man gewisse Anschlüsse nicht bekommen. Später wurde das ein bisschen sanfter, da hat man auch mit 2 Abenden die Woche intensives Spielen schon einiges gerissen, aber gerade am Anfang musste man richtig versinken in diesem Spiel und das hat der Blizzard dann sehr stark rausgenommen mit Burning Crusade. Ich habe damals geraidet, falls die Frage aufkommt. Ich habe Molten Core komplett gemacht. Danach haben wir Blackwing Lair gemacht. Das haben wir aber nicht mehr ganz geschafft. Und ich hatte halt noch eine Nebengruppe für Zul'Gurub. Das haben wir komplett gemacht. Und für Ankirai. Das haben wir Ankirai 20 komplett gemacht. Ankirai 40 nicht. Ganz wenige Spieler haben damals Naxxramas gesehen. Also der letzte Raid, den WoW hatte, Naxxramas, den haben ganz wenige Spieler nur gesehen, denn da kam nur die Elite rein und das war manchmal nur eine Raid-Gruppe auf einem ganzen Server. Also wirklich nur eine 40er-Gruppe auf einem Server mit über 1000 Spielern hatte die Ehre, wirklich Naxxramas zu raiden. Nicht einfach nur reinzugehen und zu wipen, sondern wirklich Naxxramas zu raiden. Bei uns auf Mal'Ganis damals war das eine Allianz-Gilde gewesen, soweit ich weiß. Einen Spieler davon kannte ich, den Spieler Actimel. War bei uns auf dem Server ein recht bekannter Magier.
Oh ja, und wir hatten einen super bekannten Scammer bei uns auf dem Server. Schönen guten Tag. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der war extrem bekannt gewesen. Gefahr aus dem Wasser. Eine neue Gefahr bedroht den Wald von Elvin, Julia. Murlocs kommen die Bäche und Flüsse im östlichen Elvin hinaufgeschwommen, vertreiben die Fische und greifen einfache Leute an. Ich habe Marshall Duncan bereits gewarnt, aber der macht sich größere Sorgen wegen der Knolle und der Banditen. Er ist nicht überzeugt davon, dass die Murlocs eine Gefahr darstellen. Man sieht sie. So, jetzt müssen wir mit Marshall Duncan sprechen, weil Remy ist ja nicht weitergekommen. Braucht ihr Hilfe? So, die Jaspismine haben wir aktuell. Für die Allianz. Gefahr aus dem Wasser können wir beenden. Genau, und er sagt, okay, redet mal mit Wache Thomas darüber. Okay, dann reden wir jetzt mal mit Wache Thomas darüber. Da müssen wir sowieso in Richtung des Holzfällerlagers und dort können wir dann auch unterwegs mit Wache Thomas sprechen. Und wir sehen dann heute auch noch Murlocs. Richtig cool. Genau, zum Thema Scammer. Erstmal, was ist ein Scammer? Vielleicht weiß das nicht jeder. Ein Scammer ist ein Spieler, der andere abzockt. In MMOs, wo es ja auch viel um Itemhandel, Geldhandel und so weiter geht, also mit Ingame-Geld, nicht mit echtem Geld, gibt es auch immer wieder Leute, die dich abzocken. Eine beliebte Abzockmethode war es damals von Verzauberern. Dadurch, dass man nicht... Also später war es halt so, dass Verzauberer konnten ihre Verzauberung auf eine Schriftrolle machen und dann konntest du die abkaufen. Damals war es so, du hast denen die Materialien gebracht, die sie für die Verzauberung benutzt haben. Außer es war in der Gilde, dann hat man das anders gemacht. Aber wenn man jetzt einen wildfremden Verzauberer angesprochen hat, hey, kannst du mir mal plus 5 Schaden auf meine Waffe verzaubern? Dann hat der gesagt, alles klar, gib mir die Materialien. Hat dann gesagt, ich brauche das, das und das und gib mir 5 Gold. Dann mache ich das. So. Und die Materialien musste man ihm vorher geben. So hat man dann gemacht, damit das halt anwenden kann. Und es gab dann halt viele, die sich dann einfach ausgelockt haben. Dann, ja, vielen Dank für die Materialien. Die kann ich jetzt im Auktionshaus für, kann ich, weiß ich nicht, hier 100 Gold verkaufen. Hier, Mittelfinger hoch, du bist reingefallen. So. Weil teilweise die Endgame-Verzauberungen waren auch richtig teuer. Ne, da konnte man schon die Leute richtig ärgern, wenn man sie abgezogen hat. Und ein Spieler hat das halt bei uns auf dem Server sehr extrem gemacht und hat damit die utopische Menge von 16.000 Gold sich erspielt. Jetzt denkt man heute, 16.000 Gold, das mache ich an einem Abend mit World Quests. Ja, damals waren 16.000 Gold, war richtig viel. Das war, boah, da haben andere monatelang für Gold gefarmt, um so viel Gold zu haben. Es haben maximal Leute gehabt, die richtig fett in Berufen unterwegs waren oder die das Auktionshaus verstanden hatten und dort Handel betrieben haben, An- und Verkauf sozusagen. Die haben mal 5.000, 6.000 Gold auf Tasche gehabt. Ansonsten 16.000 Gold, boah, das war richtig viel wert gewesen. Und das hatte der sich da ergaunert und hat damit einen serverübergreifenden Ruf gehabt in den offiziellen Foren von Blizzard. Jeder kannte den so, das war ein ganz bekannter Name. Und der hat dann auch so einen, ja, so einen Heldenstatus, so, naja, so ein, eher so ein, ja, keine Ahnung, hier so ein, der lustige Bösewicht. So, alle haben es dann immer so voll gefeiert, wenn der mal wieder Leute abgezogen hat. Da gab es dann auch Teamspeak-Mitschnitte von Leuten, die haben dann im Chat dann per Makro immer gepostet, kauft nicht bei dem, der zieht euch ab. Und das hat man wirklich in den Städten, hat man immer wieder gesehen, dass Leute gewarnt haben vor Spielern, dass die scheiße seien. Ob es jetzt sein, dass man die nicht mit in Instanzen nehmen soll, weil die trollen und nur Scheiße bauen, dass man denen nicht bei den Berufen vertrauen soll, weil die einen abzocken. Und da gab es einen legendären Teamspeak-Mitschnitt, wo dieser besagte Scammer, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, wenn er mir wieder einfällt oder wenn ich ihn ergoogle, schreibe ich ihn in die Videokommentare. Der war auf dem Teamspeak und der andere meinte halt, also der Abgezogene, das Opfer, meinte, ja, und ich mache dich jetzt voll fertig und ich werde jetzt den ganzen Tag in Ironforge stehen und sagen, dass man mit dir nicht kaufen soll, dein Ruf ist völlig im Arsch und du kannst dich nicht mehr auf den Server blicken lassen, ich mache dich voll fertig. Und er sagt halt ganz trocken, du, als ich dich gerade abgezockt habe, haben im Chat 3 Leute davor gewarnt, mit mir irgendwie zu handeln oder mit mir irgendwas zu machen. Das war irgendwie witzig gewesen, auch wenn mir der andere, also das Opfer, mir in dem Moment wirklich sehr leid getan hat, um ganz ehrlich Ehre zu sein. Ehre dem König, Freund. So, weitere Sorgen. So, Quest beenden. Wache Thomas
Suche nach den vermissten Wachen. Jetzt sind hier nämlich Wachen verschwunden, um mal zur Quest zurückzukehren. Also wir haben schon gehört, dass sich Murlocs hier angesiedelt haben. Wache Thomas hat schon ein paar Leute losgeschickt, aber die kamen nicht zurück. Und jetzt sollen wir mal gucken gehen, was das da ist. Denn Wache Thomas hat eine ganz wichtige Aufgabe. Der muss hier nämlich seine 3, 4 Jungs hier kontrollieren. Der kann hier nicht weg. Und wir sollen noch 8 Streuner und 5 junge Waldbären töten. Seid vorsichtig. Die greifen hier die Menschen an. So, die Streuner sind Wölfe und die anderen, das sind Bären, glaube ich. Waldbären. War das so, oder? Grenzschutz. Wurde wieder gebufft, warte mal. Nein, bleib stehen. Okay, ich kann dich nicht buffen. Genau, junge Waldbären. Ist mal eine rote Quest, ne? Rot bedeutet, dass die Quest für mich noch ganz schön tough ist. Also sollte ich jetzt nicht zu unvorbereitet da reinrennen. So, apropos reinrennen. Wir haben jetzt das Holzfällerlager hier erreicht. Das Holzfällerlager des Osttals. Hier gibt es auch, glaube ich, einen Flugpunkt. Gibt es auch einen Flugpunkt, glaube ich, oder? War das? Nee, ich glaube, hier gab es gar keinen. Aber hier konnte man reiten lernen. Deswegen gehen wir hier hin. Außerdem bekommen wir hier auch noch eine Quest. Die Quest ist mir aber gerade egal. Ich will gerade mal wegen dem Reiten gucken. Weil da werden wir sehen, ab welchem Level man hier bei Classic oder WoW Classic Experience dann reiten kann. So, haben wir nämlich hier die Pferdezüchterin. Und hier den Pferdereitlehrer. Genau. Grüße. Und der sagt, Pferdereiten ab 40 für 20 Gold. Merkt euch das mal. Das Licht segne euch. Ja, also für das normale hier. Nicht hier für dieses schöne, schnelle Pferdchen. Nein, für ein ganz normales, langsameres Pferdchen. So, und die Verkäuferin, die Züchterin, schönen guten Tag. Die will für sein Level 40 Pferdchen 80 Gold haben. Genau, also 100 Gold müsst ihr einplanen ab Level 40 für Reiten. Man sieht sich. So, das ist mal ein Ziel, ne? Das ist mal ein Ziel. Level 40 muss man erreichen. Ha, das wird viele ärgern. Denn man ist halt wirklich nur in dieser Geschwindigkeit hier unterwegs. Man ist total auf die Greifen angewiesen. Ist noch schlimmer als in Battle for Azeroth, denn man muss wirklich laufen. Und kein echter WoW-Spieler läuft heute noch. So, ein Bündel Probleme. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meine Arbeiter von den Holzbündeln verjagt. Genau. Die Arbeiter sind verjagt. Müssen wir jetzt die Holzbündel holen. So, da hinten gibt es auch noch eine Quest von Sarah Timberlane. Aber das ist alles jetzt schon eher so für diesen Bereich. Und eigentlich bin ich ja noch in diesem Bereich unterwegs, um das mal zu visualisieren, warum das hier jetzt noch nicht mein neues Gebiet sein braucht wird. Braucht ihr Hilfe? Rote Leinenwaren. Die Mitglieder der Defias in Nordhain tragen Masken aus Sackleinen. Die Masken der Defias in Elwyn dagegen sind aus gutem Leinen. Aus gutem Leinen? Aus gutem Lein wahrscheinlich. Aus dem ich Qualitätswaren herstellen kann. Bringt mir rote Leinenkopftücher. Genau, das fiel mir nämlich noch ein. Das wollte ich ja eh noch sagen. Das habe ich ja ganz vergessen. Als ich über die Bruderschaft der Defias schwadroniert und wie toll ich das finde, dass man die immer wieder getroffen hat, dass es da auch verschiedene Storylines drumherum gab. Okay, wo bist du? Denn ich will dich ja auch buffen, aber du bist nicht zu sehen. Naja, okay. Ja, egal. Die Mitglieder der Defias tragen ja alle diese roten Masken. Daran hat man die immer erkannt. So typische Gang-Symbole. Ja, trugen die rote Masken trugen die. Und ja, daran hat man die erkannt. End of story. Gibt's nichts mehr zu erzählen. Lass uns mal kurz gucken wegen den Murlocs. Die Murlocs gehören ja zu World of Warcraft wie ein Ei in eine Pfanne. Also die gibt's seit Anfang an und die sind extrem nervig. Ich hasse Murloc-Quests, um ehrlich zu sein. Aber für euch heute werde ich mal diese Murloc-Quest einfach spielen. Diese blöden Wasserviecher hier. Ja, die gibt's in allen möglichen Erweiterungen gibt's die. Und ja, leben immer am Wasser und gehen den Leuten gehörig auf den Keks. Deswegen müssen wir sie immer töten. Aber es gibt auch coole Murlocs. Murky zum Beispiel. Der ist wiederum ein cooler Murloc. So ein Event-Mob ist das.
So, aber irgendwie finde ich hier gerade keine Murlocs. Ich muss auch gar keine Murlocs töten. Ich muss ja noch die Überreste von den Wachen finden. Oh Gott, da musste man früher die Koordinaten benutzen. Die Wachen sind nämlich tot. Das spoilere ich euch jetzt schon mal. Da findet man hier nämlich irgendwo auf dem Boden dann ihre abgenagten Überreste. Und dann kommt man, glaube ich, dann zu den Murlocs. Genau, jetzt für die Quest brauche ich die, glaube ich, nämlich noch gar nicht. Dann müsste ich jetzt eher gucken, wo wir flussaufwärts. Das wurde damals nicht angezeigt, ne? Heute würde das glitzern, ne? Damals nicht, ne? Musste man die Augen offen halten. So, aber wir nehmen gleich mal das Holzbündel hier mit. Diese hohle Quests waren hochlevelig immer recht gut, wenn man hat ein bisschen mehr Erfahrungspunkte dann bekommen. So als Bonus dafür einen hochleveligen Gegner angegriffen zu haben. Hier, der Murloc Laura ist nämlich schon Level 9. Der kann mich ziemlich rasch fertig machen. Deswegen greife ich dann die doch nicht an. Aber wenn man halt so eine Suche-Quest gemacht hat, dann musste man ja nicht gegen Gegner kämpfen und konnte ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Unter Pro-Levelern war es halt super beliebt, sowas zu machen. Also da wusste man sowieso, welche Quests, wo muss ich einfach nur Gegner töten. Das waren immer, da hat man mal schön viel Erfahrungspunkte bekommen durch das Gegner töten. Und wo konnte ich schön nebenbei noch Items aufheben und damit hochlevelige Quests machen. Naja. Ich hab mir mal wirklich die WoW-Lösung, so ein Lösungsbuch gekauft zur WoW Classic, in der Hoffnung, dass mir das wirklich hilft. Und naja, da waren auch nur so ein bisschen die Gebiete beschrieben und welche Quests da gibt und wo man die annehmen kann. Aber so richtige Hilfen standen da auch nicht drin. War ein scheiß Lösungsbuch. Hab mich sehr geärgert. 40 Euro für nix ausgegeben. Gut. Wir gehen jetzt zurück. Wir sind ja immer noch hier so ein bisschen unterwegs. Wir gehen jetzt in diese Jaspis-Mine und machen da noch ein bisschen Stunk. Die müssen wir ja auch nochmal erkunden. Ja, um hier auf jeden Fall Level 8 zu werden, bevor wir hier gegen Murlocs und gegen Streuner und Bären kämpfen, von denen man nämlich recht schnell ziemlich viele am Arsch hat, sollten wir gucken, dass wir im Level ein bisschen höher sind, denn aktuell ist es noch nicht so gut. Und wir haben schon seit fast einer halben Stunde keinen Monster mehr getötet. Sollten wir mal machen, alleine um zum Beispiel mal unseren neuen Feuerschlag auszuprobieren. Es ging nämlich so, Feuerschlag, dann Debuff drauf machen. Eislanze, dann Debuff und dann Feuerschlag. So. Ja, Feuerschlag, das ist halt ein Instant, den kann man halt ohne Casten zaubern. Und das war natürlich mega praktisch. So, warte mal, jetzt haben wir hier Agathia Defias, Leute. Ah, auch Level 9. Ne, wir machen erstmal die Jaspis-Mine. Vor allem gibt es ja dann hier noch die coole Quest um Prinzessin, wo wir das Schwein töten müssen. Wie gesagt, die Probleme in der World of Warcraft werden immer durch Mord und Totschlag gelöst. Fällt einem irgendwann mal auf. Egal, worum es geht. Ich habe mich mal mit dem Nachbarn verzofft. Ja, mach ihn kalt. So ist es dann eben. So, ich glaube, hier kommt jetzt auch hier war die Tiefenschachtmine und hier kommt jetzt nämlich in der Nähe die Jaspis-Mine. Jetzt merken wir auch, ne, jetzt wären die auch vom Level sind die gleichen Gegner, aber hier sind die Level 8, da vorne Level 9. Ne, das passt sich hier so ein bisschen an. Hier Level 7 plötzlich. Aber der junge Waldbär mit Level 9, ich meine, wir können es ja mal probieren, aber einen kriege ich davon schon platt. Aber ihr merkt, den mache ich schon wesentlich weniger Schaden als einem anderen Gegner. Boah, schön Crit reingehauen. So. Boah, ne, der haut auch ganz schöne Pranken dann zu hier. Boah, der wieder steht. Oh, fuck, jetzt hat er mich auch noch umgemacht. Arschloch. So. 88 Erfahrungspunkte. Und ein bisschen Zeug bekommen. Oh. Wobei die schnelle Regeneration, glaube ich, über die Zeit dann nachlässt. Das ist nämlich am Anfang zur Hilfe noch, aber später lässt es dann nach. Ist es nicht mehr ganz so super schnell. So, was haben wir jetzt? Was war jetzt eigentlich los in der Jaspis-Mine? Die müssen wir ausspähen. Das heißt, wir müssen da einfach nur reinrennen bis an einen gewissen Punkt, dann wieder rausrennen und zurückgehen. Da müssen wir wieder hin, um wahrscheinlich die Kobolde da. Nee, Spinnen sind da, glaube ich. In der Jaspis-Mine sind auch Spinnen drin, um dann die Spinnen zu töten. Ach Leute, ja, ich weiß, ich habe immer viel zu erzählen in diesen Let's Plays, aber es ist auch eine schöne Zeit damals gewesen. Ich erkenne hier so viel wieder und ich spiele ja seltenst Spiele, die ich so richtig kenne. World of Warcraft hingegen kenne ich
schon recht gut. Boah, hier ist ein geheimes Lager der Defias, ne? Die Dockarbeiter der Defias. Ja, die sind schon Level 8 hier, ne? Nichts mehr im Vergleich zu den armseligen Strauchdieben, die noch Level 4 waren. Nee, hier sind die Erwachsenen, Level 9, ne? Hauen hier schon ordentlich auf die Schnauze. Aber wo ist diese scheiß andere Mine jetzt? Bin ich so blöd? War die hier oben? Leute, ey, ich bin gerade so verwirrt. Wo ist denn diese andere Mine? Oh, oh. Wow, fuck, Bären. Welches Level hast du? Weinberge der McClure's. Ich glaube, die war dann hier oben. Die muss dann da oben gewesen sein. Ach, so vergeht die Zeit. So vergeht die Zeit hier. Richtig viel geschafft haben wir heute eigentlich nicht, was Quests angeht. Dafür haben wir Ironforge gesehen, haben geguckt, wie viel Reiten kostet, ab welchem Level man reiten kann. Haben uns das Holzfällerlager angesehen, haben einen Blick auf ein paar Murlocs geworfen. Also rein vom Content her nicht schlecht. Aber ist richtig weitergekommen, immer noch Level 7. Ne? Also hätte man jetzt auch schon besser leveln können. Der Waldspinne, Level 5. Die schießen wir ab. Ein bisschen zu kämpfen hier. Ja, die rauchen wir jetzt natürlich hier. Zap, zerab. Keine Chance. Bäh, Junge. 25 Feuerschaden reingezogen. Und zack. Und ein klebriges Spinnenbein. Mich freut es ja echt, wie viele von euch in die Kommentare geschrieben haben, dass sie jetzt Bock haben, echt nochmal im WoW einzusteigen. Macht es wirklich. Also nicht nur Classic, auch Battle for Azeroth. Jetzt gerade, wenn der Patch 8.2 kommt, ich sag euch, da kommt nochmal richtig Bewegung in die Bude rein. Das wird richtig gut, glaubt mir das. Glaubt das dem alten Yuga, der immer noch nicht weiß, wo diese scheiß andere Mine ist. Oder war die jetzt hier übers Wasser? Aber nee, da ist ja Hogger. Ah, da vorne sind schon wieder Murlocs. Oh, Leute. Werde ich diese Mine heute noch finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es die Mine gar nicht. Die ist nur ein Gerücht. Ja, jetzt sind auch die Murlocs ein bisschen schwächer. Ja, jetzt müssen wir aufpassen hier, ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich Mobs am Arsch und die ballern jetzt alle auf mich drauf. Und machen mich jetzt hier auch gerade so ein bisschen fertig. Oh, Leute, scheiße! Nein! Schild erneuert! So, alle mal verlangsamt. Scheiße! Boah, wie weit ich jetzt einfach laufen muss dafür. Boah, wie weit ich jetzt hier laufen muss. Also ich hoffe jetzt, dass hier in diesem Stück die Mine ist. Ansonsten weiß ich nicht mehr, wo ich hier nach dieser blöden Mine gucken soll. Was ich halt damals richtig toll fand, war, dass die ganze Welt noch so ein bisschen friedlich wirkt. Ja, es war Krieg zwischen Allianz und Horde, aber da hat man nicht so viel von mitbekommen hier am Anfang. Man hat hier wirklich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt hier einfach nur einer, der sich freiwillig gemeldet hat, so zu helfen und stolpere jetzt dadurch halt von Abenteuer zu Abenteuer. Und das fand ich schon stark. Das ist auch so ein Gefühl, was mir heute fehlt. Heute arbeite ich immer auf die große Story hin. Ne? In Battle for Azeroth ist es der Kampf gegen Anzoth. In Burning Crusade war es der Kampf gegen Illidan, in Wrath of the Lich King gegen den Lich King. Es stand immer schon relativ früh fest, dass es so ist. Und bei Classic war das nicht so. Es gab kein super konkretes Ziel. Außer Level 6 räudige Wölfe töten. Ich töte es jetzt auch. Einfach weil ich es kann. Hoffe ich zumindest. Oh Gott, dieses Unterbrechen, ne? Oh, das ist so. Oh. Oh, so, ich kann jetzt auch bald Essen herbeizaubern, Trinken herbeizaubern. Buffen muss ich mich jetzt wieder. Ach, Mann. Mann, ey. Richtig viel geschafft haben wir ja nicht.
Ärgert mich auch ein bisschen. Ärgert mich auch ein bisschen. Aber wir quatschen ja auch so schön und schwelgen in Erinnerungen. Bin immer auf eure Kommentare gespannt. Werde auch gerne korrigiert. Finde ich aber auch gut. Ich bin ja auch nicht die Weisheit in Person. Ich habe echt lange WoW gespielt jetzt schon, aber alles wissen tue ich auch nicht. Wie auch? Gibt ja so viel. Ich glaube da hinten, ne? Ich glaube da, das sieht so nach Mine aus. Ja genau, da ist auch schon der erste hier. Oh Gott! Oh Gott, da kommen sie zu dritt. Leute, wie viele Wölfe einfach unterwegs sind. Leute, ah, Jaspismine, da haben wir sie doch. Alter Verwalter, ey. Da ist sie, die Jaspismine. Oh, oh, da vorne. Oh, Leute. Sorry, aber das war jetzt echt nervig. Ein nerviger Ritt. Und da müssen wir jetzt rein. So, ein paar Kobold-Mina-Beider hier noch erledigen, damit die mich nicht gleich angreifen. Ich müsste auch ein bisschen mehr zurückrennen, aber ich traue mich immer nicht, weil da könnten ja noch Wölfe sein. Und ich vergesse mal den Feuerball als zweites zu casten, dass man den Dot geben kann. Zumal der Feuerball, boah, 12 Silber, bei mir auch mittlerweile schon Rang 2 ist, also auch noch ein bisschen stärker ist. Also ihr seht schon, trotz dieser Softcore-Raten ist das hier nicht so, dass man hier durchrennt wie der Obermod, sondern dass das halt eher... Boah, wow, Mann, stimmt, der konnte zaubern. Also das ist ja halt trotzdem anspruchsvolles. So. Brauche ein Ziel. Boah, Geomanten, ey. Fickt euch. Ja, den Feuerball müsste ich eigentlich als zweites tragen. Nicht genug Mana. Oh Leute. Wartet auf 40 Mana. Ich habe doch 52 Mana sogar gehabt. So, jetzt habe ich mal kein Wasser mehr. Das heißt, jetzt muss ich ganz schnell mal ins Interface gehen und meine Listen übrigens hier schnell plündern. Ne? Kann man machen, weil es ja gefragt wurde. So, zack, zack. Die Listen. Listen immer anzeigen. Leisten. Ich sag mal Listen. Leisten natürlich. So, und jetzt in diese Leiste ziehen wir uns jetzt herein. Wasser herbeizaubern. Und Essen herbeizaubern. Zaubern beides einmal her. Ich glaube, Wasser war damals noch richtig wenig, ne? Oh, nö, 8 Mal. Das war aber auch weniger. Das haben sie auch verbessert. Da hat man am Anfang wirklich weniger bekommen, glaube ich. So. Jetzt können wir nämlich selbst Essen und Trinken herstellen. Wenn wir auch mal unsere Berufe reinziehen, dann versperren die da nicht alles. Stimmt. Oh, oh. Oh, Level 7. Alter. Okay, gibt einen Buff für dich. Sorry, Alter, ich muss dich jetzt wegheizen. So. Oh. So, kurz mal hochheilen. Na? Dass wir auch mal erste Hilfe hier benutzt haben. Boah, ich mach schon diese Tasche voll. Sieht man schön, dass ich wieder verkaufen muss. Helfe dir! So. Ah, du bist ein Paladin. Wir machen das jetzt hier gemeinsam. Naja, aber hier sich alleine durchzusterben, Leute, das ist mörderisch. Also da wirklich... Also gut, Paladin hat ja noch ein paar mehr Chancen wegen Heilung. Aber Paladine haben im Classic halt sehr wenig Schaden gemacht. Also Paladine waren im Classic echt keine Schadensklasse. Deswegen. Ist es ganz gut, hier einfach dann auch Dinge zu zweit zu machen. So, ja, ich hatte jetzt keinen Mana, das war so ein bisschen mein Problem. Aber Good Guy oder Good Girl. Lustigerweise spielen gerade super viele weibliche Charaktere. Sieht doch einfach ästhetischer aus, muss ich ja sagen. Ich spiele auch ganz gerne weibliche Charaktere in MMOs. Und das ist kein versteckter Wunsch, eine Frau zu sein. Ich finde sie einfach ästhetischer. Ich spiele sehr gerne weibliche Charaktere. Gott, er haut mit einer Schaufel zu. Stimmt, das war damals so. Ich habe ja auch mal bis Level 30 ein Paladin gespielt. So.
Naja, komm, jetzt brauchen wir noch. Ja, ich lasse die jetzt hier nicht so alleine stehen. Wäre jetzt ja gemein. So. Und so war es aber. Ne? Man ist ein bisschen freundlich, man schreibt doch mal Danke und no problem. Hilft sich ein bisschen gegenseitig und dann geht das schon. Mal alleine hier reinzurennen, dann müsstet ihr euch durchsterben. Bedeutet immer wieder sterben, wieder reinlaufen, einen Meter weiterkommen und dann irgendwann habt ihr, ja, ausspähen, erfolgreich. Good luck, have fun. So. Ist natürlich dann nicht so gut. Ich glaube, damals habe ich mir sogar noch die Mühe in solchen Situationen gemacht und habe mich hier noch wirklich hochgeschossen auf Level 8 oder so. Einfach nur, um dann mit neuen Zaubern und noch stärker hier reinzugehen. Ja, tja. Ich glaube, mit Bright Borain, glaube ich, heißt das, habe ich schon mal zusammengespielt hier. Ach ja. Wie viele Spiele sind denn gerade unterwegs hier? Das kann man ja gucken. Wer aktualisieren? Ja, boah, na gut, ihr merkt hier, der höchste im Level, gerade 29 Schlingdorntal, Soltampal. Also einige sind natürlich schon hardcore unterwegs. Aber ist auch gut so. Also ich werde mich jetzt auch in den nächsten Folgen verstärkt aufs Questen konzentrieren. Einfach damit es jetzt hier vorangeht. Also wir haben uns jetzt hier so ein paar Dinge angeguckt, von denen ich der Meinung bin, ja, das muss man sich alles mal angeschaut haben. Ich werde jetzt auch hundertprozentig sterben. Ja, alleine weil ich jetzt in den nächsten Murloc reingerannt bin. Oh, scheiße. Ja, also ich werde mich in den nächsten Folgen mich verstärkt darauf konzentrieren, hier Content zu spielen, also zu leveln. Wir werden auf jeden Fall den Wald von Elvin hier questen. Und auch weiterhin über Themen quatschen. Vieles haben wir jetzt schon abgedeckt. Ich möchte verhindern, irgendwann das Gleiche immer wieder zu sagen. Deswegen schreibt gerne Kommentare. Daraus ergeben sich so viele Gesprächsthemen oder haben sich jetzt auch schon so viele Gesprächsthemen ergeben. Zum Beispiel die Frage Schnellplündern habe ich euch gerade gezeigt, dass das geht. Schnellplündern, gab es das damals schon in Classic oder kam das erst später hinzu? Also Schnellplündern, man klickt den Mob an, automatisch lootet man alles, was da drin ist. Das ist so eine Streitfrage. Die einen sagen, ja, es ging. Die anderen sagen, nee, war in Classic noch nicht so, kam erst später. Das sind eigentlich auch so spannende Themen, auch wenn es so Kleinigkeiten sind. Aber hier geht es ganz viel um Kleinigkeiten, denn WoW kann man ja heute problemlos spielen, aber WoW wie 2005 ist halt nochmal ein anderes Thema. Gut, so, da vorne ist, wer ist da unterwegs? Ein hüpfender Menschkrieger, der gute Daxarian. Naja, auch nicht gerade der coolste Name, wobei Julia ist jetzt auch nicht gerade der kreativste Name. Was erzähle ich hier also? Was erzähle ich hier? Gut. Richtig viel geschafft haben wir jetzt, wie gesagt, ja nicht in der Folge, in der nächsten Folge, aber werden wir das anders machen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal in die Jaspis-Mine zurück, um da nochmal ordentlich die Hütte zum Einsturz zu bringen. Erstmal zurück zum guten Marshall hier, wo ist er? Da, der Marshall Duckhand, Level 25. Was kann ich für euch tun? Zap, zap, er sagt jetzt, Hilfe, nee, nein, doch nicht, er schickt uns jetzt... Oh, wir müssen doch nicht nochmal rein in die Jaspis-Mine. Das macht er jetzt wahrscheinlich mit seinen Kollegen. Hätte ich mal den Quest-Text gelesen. Habe ich ja nicht gemacht. Die Garnison an unserer westlichen Grenze berichtet von steigenden Aktivitäten der Gnolle und der Diebe. Sie bitten uns um die Entsendung weiterer Soldaten aus Stormwind, aber wir können einfach keine entbehren. Wenn ihr helfen könntet, wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Geht, sprecht mit Deputy Rainer in der Weststrom-Garnison. Früher mal Weststorm-Garnison. Für die Allianz. Lese ich heute bestimmt auch immer noch. Okay, dann müssen wir das als nächstes machen. Aber es fehlt mir hier noch eine Quest, wie wir zu den McLures und so weiter müssen. Deswegen gucke ich jetzt hier gerade, ob hier noch irgendwo ein Quest-NPC steht, der uns da noch was gibt. Ansonsten lese ich das mal nach, wie man an diese Quest herankommt. Übrigens ein Tipp, früher hat man sich
wenn man Reiten gelernt hat, Spieler gesucht, die Stormwind auf Ehrfürchtig hatten, dann wurden nämlich bei allen Händlern hier die Items günstiger. Hat man ein bisschen Gold nochmal gespart. Hat man, glaube ich, so 88 oder 90 Gold hat man gebraucht für Reiten dann. Nee, du hast noch nichts Neues für mich. Gut, Level 8 machen wir in der nächsten Folge, ne? Und dann gucke ich auch mal, dass wir hier noch die anderen Quests machen, denn mir kommt es vor, als fehlt hier gerade was. Aber da habe ich manchmal auch einfach Präquests nicht gemacht oder die nötigen NPCs hier nicht gefunden. Vielleicht muss ich auch erst auf diesen Hof. Wartet mal, das können wir jetzt noch eigentlich ausprobieren. Ich glaube, dann gehen wir mal auf diesen Hof hier. Und dann müssten die mir ja eigentlich sagen, hey, geht doch mal dahin. Denn diese Quest ist super cool. Die will ich euch auf alle Fälle zeigen. Ja, dann nehmen wir jetzt auch die 3 Minuten in Kauf. Dann wird diese Folge halt 50 Minuten lang. Ist dann halt so. Lebt damit. Könnte man jetzt auch schneiden, aber ich erzähle dafür zu viel, dass es sich zum Schneiden lohnt. Ja, die Jaspismine, das macht dann der Marshall Duckhand zusammen mit seinen Jungs. Der räumt da richtig auf. Da braucht er jetzt unsere Hilfe nicht nochmal für. Ist ja auch gut. Haben wir jetzt ja auch ja viel schon geleistet hier. Auf jeden Fall habe ich mir einen ordentlichen Wolf gelaufen. Und ich muss hier ja auch noch Wölfe töten, ne? Also ihr merkt, das hört hier einfach nicht auf. Natürlich ist es mehr Spaß, ne? Die Lena schreibt gerade, absorbing the nostalgia and wondering why it's more fun to be a noob with crappy gear than a fully epic geared hero. Ja, das ist das, was ich ja sage. Ne? Heute sind wir der Held oder die Heldin und sind super toll ausgerüstet und die Speerspitze unserer Fraktion. Damals waren wir einfach nur Dudes, die, oder von mir aus Bros und Sis, sagt dazu, was ihr wollt, die damals hier Abenteuer im kleinen Stil erlebt haben, zum Beispiel hier auf dem Hof der Stonefields. Da wollte ich nämlich auch hin. Nach der Quest habe ich gesucht, nach diesen Quests. Die werden wir angehen, unter anderem in der nächsten Folge World of Warcraft. Ihr lieben Leute, ich bin wie immer sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich weiter auf eure Kommentare, auf alles, was ihr mir schreibt, auf alles, was da noch so auf uns zukommt. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.